Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Blood and Wine. Und alles muss versteckt sein. Ja, zu Blood and Wine, dem neuen Spiel, beziehungsweise einem neuen Part des Spiels. Und ich glaube, wir sollen doch vielleicht einmal die Hauptquest starten. Geralt war gerade erst in Toussaint eingetroffen, als er auch schon einen ersten Eindruck vom Lokalkolonit bekam. Er zockelte auf der Hauptstraße hin. Zockelte schon wirklich. Dahin und schwatzte mit Milton und Palmerin. Da bot sich ihm plötzlich ein höchst ungewöhnlicher Anblick. Ein Ritter in voller Ausrüstung stürmte gegen eine Windmühle an. Die Situation wurde gleich verständlicher, als hinter den Windmühlen ein Riese hervorsprang und seinerseits den Ritter angriff. Und noch ehe jemand typisch Toussaint sagen konnte, befand sich der Hexer und alle drei Ritter auch schon mitten im Kampf gegen den Giganten, außerdem in frischen Ruinen der Mühle. Und in einer panischen Schaferde. Nach langem zähen Kampf war der Riese erschlagen, war gar nicht lange. Und die Sieger konnten sich einander vorstellen. Es entspannt sich ein Gespräch, wie es neben frischen Monsterkadavern häufig vorkommt. Der junge Riesenschlechter erzählte den drei Eintreffenden das Neueste. Das Biest hatte wieder zugeschlagen. Die Leiche des jüngsten Opfers war am nahen Flussufer zu besichtigen. Geralt beschloss, den Ort des Verbrechens aufzusuchen und in Augenschein zu nehmen. Milton hielt es für klug und höflich, den Hexer zu begleiten. Hat er auch gemacht am Anfang. Jetzt sind wir nicht mehr da, aber gut. Als Geralt am Flussufer eintraf, war das Opfer nicht mehr dort. Anscheinend hatte die herzögliche Wache die Leiche in den kühlen Keller des Corvo Bianco Weinguts gebracht. Der Hexer, ganz aufmerksamer Beobachter, fand jedoch einen Hinweis, den die Soldaten übersehen hatten. Auf Basis dieses Objekts mit Miltons Hilfe gelang es ihm, die Identität des letzten Opfers des Biestes zu ermitteln. Was allerdings spezielles Geschlecht oder Familie der Kreatur betraf, die den Mord begangen hatte, so tappte er weiterhin im Dunkeln. Hier konnte nur ein Autopsieaufschluss ergeben, so machte Geralt sich nach Corvo Bianco auf, diesmal allein, da die Pflicht Milton in den herzoglichen Palast gerufen hatte. Ich glaube, meine Freunde, da müssen auch langsam mal hin, denn so wie ich das gesehen habe, ich habe mal ein bisschen im Internet geforscht, gibt es wahrscheinlich weniger Nebenquests mehr, da ja es ein DLC ist. Und DLCs haben bekanntlicherweise nicht wirklich so viele. Wir sollten mal kurz an einen Ritter oder so oder jemand aufrufen oder ausfindig machen, der uns Sachen abkaufen kann, weil wir haben ja hier wieder im Inventar wahrscheinlich nur eigentlich gar nicht mal so viel Mist. Was nimmt denn so viel hier gerade mit? Das ist auch alles nix hier, ne? Okay, Questgegenstände wird ein bisschen ein paar Sachen. Aber die sind alles auch alle null. Ist wirklich das hier, dass so viel wiegt? 12, 2 und 10. Beweg dich! Ich glaube, wir müssen zu einem zu hier runter. Riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Lauf, Plätze! Das wäre mal ein bisschen ansehnlich, wenn wir da vielleicht mal unsere Rüstung reparieren könnten. Die ist ja, wie wir gesehen haben, schon ein bisschen gedamaged. Und da gibt es bestimmt Sachen, die wir noch reparieren können. Patrouille auf nüchternen Markt. Ach, grauenhaft. Wer ist denn hier drin?
Ist hier jemand? Hier ist niemand. Wieso können wir nicht hier rein, wenn hier niemand ist? Tut mir leid, aber ich frag gerade hier so einfach nur so. Das ist ja offensichtlich ein riesen. Ach, hallo Plötze. Macht Riva hier wieder. Das sind solche schöne Eckläden hier, die wir haben. Und die wir sehen. Und nun geht's ja hier rein in die gute Hütte. Und da können wir kurz. Die Pest! Handwerk reparieren. Schau. Hat ja weniger als wir selbst haben. Ist ja auch. Oh. Sind. Wir holen Vitalität mehr. Wächterhosen plus Hoffarben. Die geben alle Vitalität. Haben wir selber, warte mal kurz. Ist er. Geben unsere Sachen auch Vitalität? Nochmal so als Frage. Keine einzige, verdammt. Brauchst. Geben sie hier irgendwas Vitalität? Was für Sprung ist das denn so ein Kro? Okay, minus 133 ist schon arg wenig. Aber hier zum Beispiel einfach Vitalität und hier oben die Handschuhe auch noch Vitalität. Oh, Handschuhe auch noch Vitalität hier. Eben 700 Vitalität mehr, das wäre schon. Oh. Ist ja eh für einen Plunder hier. Toussaint Herzogen, Wächter, Offiziersstiefel, Hauptmannstiefel. Ist hier irgendwie gerade. Mal kurz. 1, 2, 6. 6, 0, 5, 15, 0, 5. Also wir müssen ja hier nicht. Kann man mal das herstellen. Kannst zum Beispiel? Ach, das ist das alte Gedöns. Ist dann. Ich frage mich jetzt mal kurz, wenn wir hier den Inventar haben. Haben wir jetzt hier wieder alles vollgemüllt fast? Aber das hier. Leichte Rüstungen. Okay, haben wir hier auch leichte. Mittlere. Mittlere. Das ist die Frage. Weil wir 99 und hier 97, also. Haben zwar hier ein bisschen weniger Rüstung, aber 300 Vitalität mehr. Wir haben ehrlich gesagt gar nicht gekauft. Wächterhose in Toussaint-Farben.
So, hier zogen Wächter. Wir haben hier halt ein komplettes Set. Das ist halt schon was wert, ne? Na komm, wir schauen nochmal. Wir gehen noch ein paar Sachen durch. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt alles geupdatet, so gesehen. Und das nächste, was wir machen, ist wirklich den nächsten Quest. Geh nach Corbianco und besuch die Leiche im Keller. Der erste Quest, den wir bekommen haben, werden wir jetzt nach tausend Jahren mal anfangen. Hier, guck mal. Hier. Freund, bitte sehr. So. Das kann ich nicht tun. Ich kann ihn nicht wenden und nicht schreiten und nicht zur Tat gehen. Na, dann wollen wir mal schauen, wo wir uns hinmanövrieren hier im ganzen Spiel. Das ist ja 500 Fuß. Gar nicht mal so weit entfernt. Was, Fenkel? Fenchel meinst du, oder was? Fassbindertor, Buchlia. Angenehm, ein Fassbindertor. Bindet da Fässer an. Was sich ja früher oben Fässer angebindet für die Leute, die dann vielleicht nicht erwünscht waren. Ich noch nicht. Oh, jetzt ist ein bisschen Rudern hier. Immer nur noch Kanter. Ich kannte auch mal ein bisschen ab hier. Komm mal ein bisschen ran hier, komm, schneller. Mama, hü. So, Galopp ins Galoppel hier. Die Kante ist mir verleidet, jetzt gehe ich ins Galopp. Ein bisschen geruckelt hier, gezuckelt. Hoffentlich nicht zu viel. Nun werden wir mal. Was weiß ich noch, wo wir haben wir auch schon gesehen, das weiß ich genau. Da waren wir auch schon tätig. Und nun sehen wir das erste Mal eigentlich den Hauptquest, um den es hier eigentlich gehen sollte. Skurril, ne? Wieso das DLC entstanden ist für diesen Hauptquest oder Strang des Questes. Verdammt, der Mörder muss nach hier suchen. Was, ich kann hier nicht rüber? Naja, ein PG aber groß gezogen. Gut. Sind also Leute gestorben. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Vampir. Mit einem einzigen Hieb getötet. Die Blutstropfen. Das ist aber... Oh, nice. Also jetzt von den technischen Sachen her gesehen. Von dem Lebenden? Nö. Was ist denn das hier am Boden? Den Mantel hat die Frau in der Taverne getragen. Die Frau? Ist es eine Frau? Wer weiß das schon? Es muss im Keller sein. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Klauenspuren. 5 einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Das weiß der natürlich ganz klar. Im Bestiarium. Da sollen wir vielleicht mal nachschauen. Vampire. Eine Bruxa. Wirksam Kampf. Mondstaub. Vampiröl. Schwarzes Blut. Wer durch die Wälder reisen muss, der halte sich fern von Orten, an denen mehrere Vogelsorten zugleich zu hören sind. Oft genug bedeutet dieses Omen, dass man das Gebiet einer Bruxa betritt und sein Leben praktisch verwirkt hat. Anonymer Ratschlag. Natürlich anonym. Zum Glück für uns alle sind Bruxa seltene Kreaturen. Viele von ihnen leben weit fort von jeder Zivilisation. Da sie sehr auf ihre Sicherheit bedacht sind und sich nur an Orten ansiedeln, an denen sie Überraschungsangriffe ausschließen können. Genau, so ausschließen können. Also ich dachte, es ging irgendwie weiter. Sie ausschließen könnten. Wenn sie beschließen, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten, meinen sie, Menschenmengen kommen nur in
Schutze der Nacht außer Deckung. Man kann sie danach gut mit verspäteten Reisenden verwechseln, die zu ihren Herbergen eilen. Doch an einigen versteckten Zeichen kann man sie leicht erkennen. An ihrer Vorliebe für Vögel, an ihrer schrillen Stimme und an ihrer atemberaubenden schnellen Art, sich zu bewegen. Bruxas sind sehr viel schneller und stärker als Menschen, aber am mächtigsten ist ihre Gabe, sich unsichtbar zu machen. Unsichtbar. Bruxas können sich im Nu von einem Ort zum anderen bewegen, dass sie sich obendrein unsichtbar machen können. Sind sie in der Lage, ihre Gegner zu verwöhnen und unerwartet von hinten zuzuschlagen? Da sind Mondstabbomben im Kampf gegen solche Kreaturen nützlich. Die Unsichtbarkeit lässt sich damit zwar nicht vollständig aufheben, aber wenigstens lassen sich Bewegungen der Bruxa verfolgen. Außerdem sollte man eine große Portion Vampiröl, das wirksam ist, mit im Kampf gegen die Monster nicht vergessen. Vampir, okay. Bruxa greifen mit ihrer scharfen Klaue an und können die gegnerische Verteidigung problemlos durchbrechen, indem sie ihren Gegner mit einem Hagel aus Schlägen aus allen Richtungen eindenken. Sobald ihre Beute geschwächt ist, beißen sie zu und trinken ihr Blut. Hexer tun folglich gut daran, vor entsprechenden Kämpfen eine Portion schwarzes Blut zu konsumieren. Außerdem sind Bruxa für ihre Schallattacken berüchtigt, mit denen sie ihr Ohren unwillig betäuben. Okay, schwarzes Blut soll man saufen. Schwarzes Blut. Gibt's das irgendwie so zum Holen? Das müssen wir vielleicht noch. Müssen wir das vielleicht noch machen? Absurde Alkoholvermittel. Okay, absurder mal 2. Grünes Mutagen, können wir 1000 Sachen davon machen. Alkoholvermittel, Tränke, weißer Honig. Oh, da geht schon zu Ende. Haben wir hier. Alkohol, Erinnerung, absurd. Immer irgendwie schwarzes. Können wir irgendwie schwarzes Blut oder sowas herstellen? Vermittel eher nicht. Katze. Weißer Honig. Verbessert das schwarze Blut. Verdammt. Kann man nicht irgendwie schwarzes Blut herstellen oder so? Das muss doch irgendwie gehen. So. Grünes bla bla bla. Hier nicht Alkohol, auch nicht Bomben. Fairmittel auch nicht. Was ist denn hier für ein Quest? Ist das Ding schon? Na gut. Verbessert das schwarze Blut. Woher kriegen wir denn schwarzes Blut her? Ein neuester Gegenstand. Okay. Aber woher kriegen wir das Ding her? Haben wir. Wieso haben wir so wenig Sachen hier eigentlich? Schwarzes Blut und Mondstaub könnten Lebensretter sein. Dann müssen wir aber, leider Gottes, in der nächsten Episode weitermachen. Und ich weiß nicht, wo die Sachen geblieben sind. Haben wir die verkauft irgendwann? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, wir müssen irgendwie da runtergehen. Und ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Viel Spaß und tschüss. Und das war's.